wenn du kommst aus Ausland nach Kuba, die Leute merken sofort, du bist nicht von hier. Naja. Den Zuschauern zu Hause ist bestimmt schon aufgefallen, dass die Location heute, wo wir uns befinden, ein bisschen was mit dir zu tun hat. Also ich bin hier in Deutschland, erst einmal im Fernsehen, viele Leute waren schockiert. Du nennst es im Buch einen Kampf ums Überleben, denn du musstest unentdeckt bleiben, um jeden Preis, ja, weil du erkannt hast, dass du schwul bist. Und ein Coming-out hätte in der damaligen Zeit in Kuba für ordentlich Trouble gesorgt. Ich bin geblieben, ich wusste, wann ich gehe zurück nach Kuba, für mich ist alles vorbei. Und das bedeutete das Ende des Eisernen Vorhangs, dazu aber natürlich auch die Beziehung, du hast es ja eben schon gesagt, mit dem sozialistischen Kuba. Die Konsequenz war, alle Kubaner mussten das Land verlassen. Du bist aber dann wirklich untergetaucht. Weil ich musste Geld verdienen, ich war dort alleine. Weißt du, ich war da alleine, weil auf der Straße, sagen wir so, nur mit guten Freunden. Du hast selber angerufen und dir deinen TV-Job selber da besorgt bei Let's Dance. Das hat einfach so funktioniert, sag mal. Wunderst du dich noch? Ich weiß dann nicht. Wunderst du dich noch? Die haben die Briefe alles kontrolliert. Das bedeutet, meine Familie war blockiert. Das Haus von meiner Mutter, wir 3 Wochen sind die Polizei gekommen. Und du hattest deine Familie seit 8 Jahren lang nicht gesehen? Ja, fast 9 Jahre, ja. Ja. Aber sie hat ein Foto gesehen, dass ich war, sie hat angefangen nur zu weinen. Du hast dich gefühlt wie ein Tourist im eigenen Land, der die heiß begehrten Dollars besaß, mit denen man sich alles kaufen konnte, sogar Menschen, da war es mittlerweile soweit. Die haben sich dir auch angeboten. Wie hast du die offensichtlich verschlechterte Situation damals verkraftet? Ich bin Ausländer, ich bin Mulatto, schwarz in meinem Blut, ich bin Kubaner, ich bin gay. So, ich spüre nicht die einfachsten Voraussetzungen. Ja. Also, das ist ja eine schöne Bestätigung und ein Zeichen, auch glaube ich, für viele Menschen in der LGBT-Community, dass Gräben überwunden werden können. Ne? Gerade die ein großes, wo das Coming Out vielleicht auch eine große Challenge ist, dass diese Gräben überwunden werden können. Wie ist es euch beiden gelungen, diese Brücke zu bauen? Er ist gegangen mit meiner Freundin in einen Gay-Club hier in Deutschland. Alleine! Mein Vater ist gegangen mit denen. Als Kandidat würde ich Let's Dance gewinnen. Wer? Du? Na, das habe nicht ich gesagt, sondern du hast das gesagt. Das war eine NDR-Talkshow. Ja, natürlich. Wenn ich hätte gemacht, hätte gewonnen. Das wäre doch mal spannend, das zu testen. Ja. Du hast kubanische Wurzeln und in deinem Buch, das ist ja 2013, glaube ich, erschienen, also ist jetzt schon ein paar Jahre her, schreibst du, dass du selbst niemals Rassismus gespürt hast, aber dass du weißt, dass es ihn gibt. Jetzt würde mich interessieren, gilt diese Aussage immer noch, dass du ihn nie erlebt hast? Aber woran liegt es, dass so viele Menschen noch Probleme haben, dieses Anderssein zu akzeptieren?